Grüß Gott, ich leite das Instituto Cervantes in München. An die 1000 Bürgerinnen und Bürger aus München und Umgebung kommen zu uns, um Spanisch zu lernen. Und was sie besonders zu schätzen wissen, ist, dass die Lehrkräfte ausnahmslos muttersprachlich sind und eine Zusatzqualifikation in Spanisch als Fremdsprache haben. Hola, mein Name ist Carlos Sanz und ich unterrichte schon seit 15 Jahren. Ich bin auch Autor für Lehrmaterialien und auch in der Lehrerfortbildung tätig. Die Spanisch-Diplome, genannt Tele-Zertifikate, werden vom spanischen Staat ausgestellt und sind weltweit anerkannt. Dass wenn ein Mitarbeiter für seine Firma zum Beispiel nach Mexiko oder nach Argentinien gehen will, stelle ich ein spezielles Spanisch-Programm für ihn zusammen. Über die literarischen Texte, die sie original Spanisch lesen, lernen die Teilnehmer die soziale, kulturelle, aber auch politische Realität der verschiedenen Länder und Völker Lateinamerikas kennen. Seit 10 Jahren betreue ich die Online-Kurse hier im Haus. Damit können Sie Spanisch lernen, ganz flexibel, wann Sie möchten, wo Sie möchten, allein, mit Tutor, das entscheiden Sie selbst. Enseñamos la lengua y la cultura a través de canciones, de juegos, de manualidades, de cuentos. Para mí es un trabajo muy satisfactorio y con el que disfruto mucho. Sie können bei uns allgemeine Sprachkurse belegen, von Anfängern bis zu den weit fortgeschrittenen C1-Niveau. Darüber hinaus bieten wir Spezialkurse wie Konversation, Grammatik, Übersetzung, Landeskunde und auch Kurse, die über das aktuelle Geschehen in Spanien und Lateinamerika informieren. Ich lerne Spanisch, weil ich sehr an der Kultur Spaniens und an deren Literatur interessiert bin. Und ich es darüber hinaus auch im Beruf brauche für internationales Geschäft. Weil ich oft nach Andalusien fahre zum Flamenco-Tanzen. Ich möchte eigentlich in der Lage sein, wenn ich ins Restaurant gehe, die Getränkekarte und die Speisekarte zu lesen. Weil ich mit meiner Oma Spanisch rede. Als Kulturinstitut organisieren wir Autorenlesungen zweisprachig, Spanisch und Deutsch. Daneben Filmvorführungen, Ausstellungen und Konzerte mit Künstlern vom Weltrang, aber auch mit jungen Künstlern, die bei uns ein Forum erhalten. Wenn Sie Spanisch in einer Umgebung aus Kultur, Lebensart, Alltag und Beruf lernen möchten, dann kommen Sie zu uns ins Instituto Cervantes. Hasta pronto en el Instituto.